Howdy, Freunde! Willkommen zurück zum American Truck Simulator. Und wie ihr seht, wir sind immer noch an der Ampel am Stehen. Ja, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich hier einfach mal versuche, irgendwie jetzt... Ja, wenden ist blöd. Achso, ich habe die Feststellbremse noch dran. Weil wir müssen weiter, wir können uns das nicht leisten, weil er fährt das ja auch einfach nicht. Ich werde mich jetzt einfach mal hier so langsam vorantrauen. So, du bleibst stehen. Du bleibst ausstehen. Jawohl, danke, das ist nett. Weil ich drehe jetzt einmal hier. So. Boah, ich hoffe, ich kriege das hier hin. Schauen wir mal, dass ich mit der Schüssel hier einmal drehe. Oh nein. Wo hänge ich ihn jetzt? Jetzt sag mal, ich kann hier nicht drauf fahren. Nein, ich darf hier nicht drauf fahren. Oh nein! Sorry! Warte mal. Mach das mal anders. Ich habe die Idee. Wenn das geht, natürlich. Ist zwar nicht rechtskonform, aber ich probiere es einfach mal, auf der Kreuzung zu drehen. Hö, das wird zu schief gehen. Halten Sie sich rechts. Vorsicht! Was, wer, wo? Fahren Sie geradeaus. Ich drehe jetzt hier und wenn ich hier sage, ich drehe hier, dann drehe ich hier. Ist mir scheißegal und du hau ab da! Kehr, mach dich vom Acker! Das fängt ja schon gut an. Ach, jetzt kommt der nächste auch noch. Was ist denn da los? Komm, hau. Oh nein, 360, Unfall verursacht. Komm, hau ab da. Komm, verzieh dich, bevor ich aussteige und dir die Löffel langziehe, Junge. Komm, hau ab, so. Und du, du fährst nicht, du Ochse. Was ist mit dir denn? Wie lange willst du da stehen? Ist Weihnachten oder was? Der Dieter ist heute wieder richtig gut drauf, ne? Unglaublich. So. Die Route wird neu berechnet. Ja, das will ich auch hoffen. So, jetzt sind wir wieder on tour, on point. Halten Sie sich links. Und dann würde ich sagen, ja, ich halte mich links. So. Biegen Sie links ab. Ja, aber natürlich. So. Das war eine blöde Idee, abzufahren wegen Parken. Ich hätte einfach die letzte Folge hätte ich einfach am Straßenrand verbringen sollen. Also die Pause. Naja, egal. Aber schön, dass man da auch abfahren kann. Jetzt wird sogar gesungen im Radio. Geil. Ich habe übrigens neue Musik aktiviert. Du willst mich doch wohl reinlassen, oder? Ich wollte es gerade sagen. Da war ein PKW-Fahrer, der wollte mich nicht reinlassen. Er hat einfach eiskalt durchgezogen. Ich meine, klar, die haben Vorfahrt, ne? Aber egal. So. Ach, immer noch mit dem Tank unterwegs hier. Sehr schön. Ach. Ach ja. Ob ich irgendwann mal nach Amerika komme und dann so ein LKW sehe? Das wäre schon mal interessant, echt zu sehen, so, ne? Das wäre schon sehr, sehr interessant, muss man sagen. Hui! So. Ach, schön. 75 darf man hier fahren. Ja, dann. Machen wir mal Tempomat auf 69, 70 an. Da kann mir ja eigentlich nichts passieren, ne? So, Tempomat auf 70 mph, dann passt das schon. Haben wir jetzt da unten aktiviert. So, aber schön Wetter haben wir, das ist ja die Hauptsache. Uhr 20 kommen wir an. Nachmittags. Das passt doch. Dann haben wir da eigentlich... Dann geht das eigentlich. Auch mit der Zeit her. Später müssen wir natürlich auch gucken, dass wir schlafen gehen. Weil wir haben das Bettsymbol am Navi.
neben diesem Postsymbol. Wir müssen übrigens mal die Post nachgucken. Tanken müssen wir dann. Wir müssen natürlich die Reparaturen selbst quasi managen und so. Wir können später auch eigene Fahrer einstellen, aber das kommt alles, wenn wir unsere eigene Firma haben, unseren eigenen LKW quasi, aber das, davon sind wir noch weit entfernt. Wir müssen erstmal für Spedition fahren. Wir wollen ja unseren eigenen Fuhrpark aufbauen und dazu müssen wir erstmal Geld verdienen, ne? Und sparen, 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 wo man kann. So. Stunde fahren wir noch circa und dann sind wir schon da. Ich bin gespannt, wo das Teil hinkommt. Ob wir da wieder auf so einem Firmengelände fahren? So. Ach, schön. Das ist aber auch, glaube ich, so ein Let's Play, wenn man das guckt. So zum Einschlafen, oder? So, wo man zuhört, so, ja. Fahren Sie geradeaus. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, weil ich gucke auch auf YouTube immer einen... Oh. Du. Obwohl, nee, der hat... Nee, okay. Ich gucke auf YouTube tatsächlich auch immer jemanden, der in Amerika unterwegs ist mit dem LKW, ein Deutscher. Der ist da ausgewandert und so fährt da LKW. Und was man auf jeden Fall sagen kann, der hat wesentlich entspannter auf den Straßen. Also, als wie hier in Deutschland zum Vergleich. Weil es gibt tatsächlich Tage, wenn ich überlege, wie ich damals mit einem LKW noch ein bisschen unterwegs war auch, oder jetzt immer noch, das ist einfach ein Mord und Totschlag und ein richtiges Chaos auf den Straßen und es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Richtig traurig. So, Wiegestation. Mal gucken, müssen wir wiegen? Na? Zur nahegelegene Wiegestation aufsuchen. Jetzt müssen wir wiegen. Ach, guck an. Beim letzten Mal mussten wir drum rumfahren. Jetzt müssen wir hier abfahren und wiegen. So, dann sehen wir das auch mal. So. Die ermitteln jetzt quasi unser Gewicht. Und... Na, ich glaube, ich muss noch ein Stück vorfahren, ne? Ja. Sehr schön. Vielen Dank für die Kooperation. Gute Fahrt. Alles in Ordnung bei uns, ne? Super. Das heißt, wir können wieder weiterfahren. Hier ist nur 15 mph. So, ich hoffe, wir kommen natürlich jetzt geschmeidig auf der Autobahn wieder. Bei dem Verkehr hier. Oh, ja, der lässt uns. Das ist sehr großzügig von ihm. Dankeschön! So. Gut, halbe Stunde. Wir haben es nicht mehr so weit. Aber ich glaube, in Amerika gibt es diese Wiegestationen auch. Das finde ich halt sehr, sehr interessant, weil da wird halt kontrolliert, ob du Übergewicht hast halt mit dem Fahrzeug und so. Das finde ich sehr spannend, dass da so drauf geachtet wird. Nein, aber was wollte ich gesagt haben? Genau, ich gucke den halt auch und ich muss sagen, dass bei dem ist das halt so entspannend, wenn man mal guckt, wie die da fährt und auch die Straßen so leer und nicht so wie hier jetzt. Hier ist es natürlich ein bisschen übertriebener, aber so halt so leer und ja, das ist, glaube ich, schon entspannter da in Amerika, ne? Erster Aufenthalt in Elko. Wir sind in Elko, da, wo wir abladen müssen. Hier sind auch Firmen. Wir werden bestimmt auch mal nach Los Angeles fahren und so. Da würde ich für wetten, also... Das kriegen wir bestimmt mal hin. Wenn wir mal ein bisschen andere Sachen sehen. So. Die nächste müssen wir runter. Halten Sie sich rechts nach Boys. Und dann nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Jawohl. Ich blinke schon mal. Sie die Ausfahrt auf der rechten Straßenseite. Elko Downtown, da fahren wir ab. So. Biegen Sie rechts ab. Jo. Oh, da kommen welche. So, ich fahre noch ein Stück vor. So, dann können wir ein bisschen besser gucken. So.
Ja, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Aber nachdem, ja, könnten wir es versuchen. Ich probiere es mal. Ja, das sieht gut aus. Da haben wir genug Platz. So, ah, okay. Und die nächste direkt wäre links. Das sieht doch gut aus. Zwar nicht so die ideale Straße dafür, aber okay. Gut. Okay, dann wären wir gleich schon da. Das ist ja nice. Richtig was los da unten, ne? Howdy, Freunde. Ich bin's wieder, euer Dieter, on the road again. So. Ach, ein einsames Autochen. Ah, okay, guck mal, da oben ist so ein Riesentank. Könnte sein, dass wir da irgendwo hin müssen, oder? Obwohl, laut Navi, nee. Laut Navi müssen wir noch ein bisschen weiterfahren. Oh, Landstraße 70. Also, let's go. Demnächst biegen Sie rechts ab. Alles klar. So. Biegen Sie rechts ab. Jawohl. So. Ach, guck mal, hier wieder so Mining. Waren wir hier nicht gewesen? Ach nee, Quatsch. Wir kamen ja von der Mine, ne? Von diesem... Stimmt. Das heißt, hier ist auch so ein Tagebau oder was? Oder was ist das hier? Ist hier einfach so ein Stapler? Boah, geil. Mit der Musik. Ja, scheint auch so ein Kieswerk zu sein, so mit Steine und tralala. Ja, ist doch super. Oh Gott, wo müssen wir da? Oh Gott. Sie haben das Ziel erreicht. Okay, wir müssen rechts rum. Es ist eine Einbahnstraße. Gut zu wissen. So, wo wollen wir denn da hin? Ja, komm, das kriegen wir bestimmt hin. Rechts rum? Ich fahre lieber links rum. Ich fahre lieber links rum, das ist mir... Oder? Na komm, wir fahren. Guck, da oben stehen Arbeiter. Komm mal, Herbert, wo müssen die Scheiße hin hier? Sag mal hier. Oh nein, das könnte knapp werden hier. Da hin oder was? Oh, wie müssen wir denn... Oh nein, der LKW muss hier... Oh nein. Wäre ich mal andersrum reingefahren, wie ich mir das schon dachte. Oh, fuck. Wäre ich mal andersrum reingefahren. Ihr seid ja wohl voll Idioten, da One-Way dran zu schreiben, immer. Wie soll ich denn jetzt hier die Schüssel da reindrücken? Ich drücke ihn hier gleich mal richtig rein, da. Okay, wir müssen hier einparken. Guck ich mal, dass ich hier vielleicht irgendwie... So, da müssen wir jetzt mit Spiegel erstmal fahren, ein bisschen. Ja, gar nicht mal so schlecht, könnte sogar klappen. Boah, pah, da soll noch mal einer sagen, ich kann kein LKW fahren. Da soll noch mal einer sagen, ich kann kein LKW fahren. Hör mal, jetzt will ich nichts anderes machen, oder? Alter Schwede. Ja, da sei euch aber. Als will die nichts anderes machen. Da. Guckt euch das an. Fertig. Haben wir. Ja, nice. Und wir steigen auf. Juhu. Level 1 Neuling. So. Jetzt können wir hier die Fähigkeiten auswählen. Das heißt, Gefahrgut, Fernfahren, hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht, Just-in-Time-Lieferung, wirtschaftliches Fahren. Gefahrgut sind natürlich Gefahrgut-Sachen wie Explosionsstoffe, Gase etc. pp. Und bieten quasi, ja, diese Sachen, die wir dann fahren können.
bringen natürlich dann noch mehr Geld und so. Dann halt die Fernfahrten bei Rang 1. Lieferung bis 400 Meilen, 5% höhere Vergütung. Lieferstrecken über 250 Meilen. 5 plus 25% Erfahrungsbonus für Lieferstrecken über 250. Bei Rang 2 10% höhere Vergütung bei Lieferstrecken 400 und so weiter und so fort. Zerbrechliche Fracht. Transport zerbrechliche Fracht freigeschaltet plus 5% höhere Vergütung für das Ausliefern zerbrechlicher Fracht plus 22% Erfahrungsbonus für das Ausliefern zerbrechlicher Fracht und so weiter und so fort. Hochwertige Fracht natürlich auch. Just-in-Time-Lieferung. Manchmal haben Firmen wichtige Lieferungen, die schnell erledigt werden müssen. Dann erteilen sie einen Just-in-Time-Auftrag. Diese Aufträge bedeuten für den Fahrer erheblich mehr Druck. Das Zeitfenster für die Lieferung ist kleiner, doch die Entlohnung mildert auf jeden Fall die Unannehmlichkeiten. Ein höherer Rang in diesen Fähigkeiten bringt dir wichtige Lieferung freigeschaltet. Plus 3 erhöhte Vergütung ist Abschließen einer wichtigen Lieferung und so weiter und so fort. Und wirtschaftliches Fahren ist Rang 1, 10% Kraftstofferfahrenes bei Spaten mit Aufliegern. Bis zu 35% Kraftstoffersparnis kann man mit Rang 6 erreichen sogar damit. Ich mache jetzt erstmal die Fernfahrten. Die aktiviere ich erstmal. Dann kriegen wir nämlich 5 bis 25, ja, 30% quasi kriegen wir dann on top. Und dann schauen wir mal. So, dann wir haben nämlich eine E-Mail noch bekommen. 2 sogar, einmal von der Bank. Benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Typischer Brief von der Bank. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmer anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihr Geschäft einen Schub zuzugeben? Wenden Sie sich bitte an uns. Bitte besuchen Sie Ihre örtliche Bankfiliale. Für weitere Informationen, hochdankungsvoll, Verkaufsmanager Bank. Besuchen, ja. Brandneuer Volvo eingetroffen. Der Händler in Salt Lake City, mein Gott. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von Volvo bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Salt Lake City. Die Zugmaschine, von der Sie noch schon immer geträumt haben, können Sie hinter unseren Türen erwarten. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Volvo-Händler-Team. Oder Ihr Volvo-Team. Ihr Volvo-Händler. So. Okay, wollen wir nicht, haben wir noch kein Geld für. Wir haben gerade mal $7,769 auf Konto, auf Scheibe. Und unser nächster Auftrag wartet schon. So, dann gucken wir mal. Hier ist wieder das Coast Mining oder Coastline Mining. Frack Tank, keine Ahnung, das ist Siliziumoxid, das ist wahrscheinlich auch im Tank drin, würde ich für behaupten. Da kriegen wir schon 8000 für. Mischbehälter. Was haben wir denn noch hier? Milchpulver, Tiefkühlfrüchte, Gips, Zement, Salz. Autoteile, Kalkstein. Das wird später noch mehr. 500, wie süß. Von Salt Lake City nach Salt Lake City. Das ist ja super. Bester Auftrag. Könnte man eigentlich mal eben machen, ne? Weil wir ja eh nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde einfach mal den Auftrag hier annehmen. Komm. Das ist richtig niedlich. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Würde ich jetzt einfach mal just for fun einfach mal annehmen. Komm, wir gucken mal. Hä? Von Salt Lake City nach Salt Lake City. Metallschrott. Schauen wir mal. Das kriegen wir bestimmt hin. Also das ist jetzt nicht allzu schwerer Auftrag. Der ist machbar. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh yeah. Howdy, Freunde. Let's go. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh yeah, ich sitz in meinem Truck. So ein Kack. Ich sitz in meinem Truck. So ein Kack. Ich sitz in meinem Truck mit Metallteile. So, wo ist denn die Ausfahrt? Geradeaus. So, das sieht doch gut aus. Guck mal. Ciao, Jungs. Schön vom Schrotthändler. Ich drive mit meinem LKW hier rum. Und ich bin nicht immer dumm, dumm, dumm. Denn ich fahre LKW. Oh, yeah, yeah. So. Das war, glaube ich, ein Schrottplatz, ne? Yo, nice.
So. Dann würde ich sagen, liefern wir das mal rüber, ne? Ich weiß gar nicht, wo das hingeht. Also klar, Salt Lake City, aber ob wir da von Schrottplatz zu Schrottplatz liefern oder wo das hingeht, müssen wir mal gucken. So, das ist ja eine kleine Tour. Da kriegen wir noch ein bisschen Geld für. Du willst doch wohl nicht fahren, oder? Hast du es wohl gerade noch überlegt? Howdy, Freunde. So. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, mach ich doch. Cool. Sowas fahren wir auch später. Yeah, yeah. Woo, 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 woo. So. Gut. Soundschicker LKW, aber ohne Kabine. Das heißt, hier können wir gar nicht drin pennen, in dem hier. Theoretischerweise. Ah, da vorne müssen wir gleich irgendwo hin. Ach, waren wir da nicht gewesen? Ist das nicht da, wo wir den Kies abgeholt hatten? Oder? Nee, warte mal. Kies war, glaube ich, da, ne? Na, hier Salt Lake City. Schweres Wort. Für mich gerade aktuell. Weiß nicht warum. Ist ja so unsere Heimat. Aber wie gesagt, jetzt, wenn die Fernfahrten noch dazukommen, durch Aufträge, durch Erfahrungspunkte und so, werden wir natürlich auch dann viel, viel weiter fahren und natürlich auch aus anderen Orten Erfahrung mitten im Alter. Was ist denn da drüben los? Holy shit. Ich hab schon wieder Post. Was ist, Alter. Alter, Stau. Ja gut, wenn du da drin stehst, also Prost Mahlzeit. Dann schaffst du deine Just-in-Time-Lieferung aber nicht. Das kann ich ja schon mal sagen. Prost Mahlzeit. Dann ist aber... Oh ja. Kollege, ich muss mal rüber. Dankeschön. So, hör mal. Ich hab meine Teillieferung. Oh, ist grün. Also Attacke. So schnell wie der Wind biege ich ab. So. Halten Sie sich rechts und dann biegen Sie rechts ab. Ach ja, Avalanche-Stil. Da waren wir aber gewesen. Was haben wir denn da nochmal gemacht? Haben wir da nicht auch den... Nee, doch, hatten wir den Kipper da eben? Was war denn da nochmal bei Avalanche-Stil? Wir haben da was hingeliefert. Was war denn das mal? War das der Kipper? Ich meine, das war der Kipper, oder? Doch, den Kipper war das. Doch, den Kipper haben wir hingeliefert. Stimmt. Moin, ich bin wieder da. Hi, Frank. Na, alles gut? Alles Roger bei euch. Das hört sich doch gut an. So. So, wo willst du die Ladung hinhaben? Da. Das ist gut. So. Das war hier rechts, ne? Das kriegen wir hin. Und hier wird wieder fleißig mal lucht, ja? Ich bringe euch die Metallteile, die ihr haben wolltet. So. Okay, dann müssen wir jetzt einmal ein bisschen weiter rumschlagen. Und dann jetzt wieder so. Und dann müsste es eigentlich fast passen. Eigentlich. Na, nicht ganz. Ich stehe zu weit links. Ich muss einmal vorfahren nochmal. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch gerade. Ja, ein bisschen rüber noch. So. So, jetzt aber. Jetzt passt. Ich kann euch sagen, dass das im echten Leben fast auch so einfach ist. Fast. Wenn man den Kniff raus hat mit Sattel. Ansonsten hast du trotzdem teilweise auch deine Probleme. Aber manchmal hast du Tage, da schaffst du es, an eine Rampe zu kommen. Und manchmal hast du Tage, da kommst du nicht an eine Rampe. Das ist einfach so. So, sehr schön. Haben wir geschafft, howdy, Freunde! Oh yeah! Sehr, sehr schön. Also, besser kann ich das gar nicht sagen. Ja, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein für die Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder American Truck Simulator, wenn es euch gefällt, mit mir hier an Bord unseres Trucks. Also, macht's gut. Howdy, Freunde. Yeehaw!